Was ist die letzten Tage passiert? Ich bin verdammt nochmal inaktiver als Nauti. Willkommen zurück auf dem behindertsten und inaktivsten Kanal auf ganz YouTube Deutschland. Nein, ich bin inaktiver. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Ich könnte mir jetzt natürlich so eine kleine, billige Ausrede einfallen lassen, aber ich sage euch einfach ganz klar die Wahrheit. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte wirklich keinen Bock, ein Video aufzunehmen, obwohl das mir echt Spaß macht, diese Videos zu schneiden und alles. Könnt ihr mir glauben oder nicht, mir macht das echt Spaß. Aber in letzter Zeit habe ich echt nur Fortnite gesuchtet. Wie die meisten das bestimmt schon mitgekommen haben, gibt es ein neues Spiel, nämlich Fortnite. Und es ist in letzter Zeit einfach so im Trend, dass ich das jetzt mittlerweile auch spiele. Heute habe ich den ganzen Tag mit meinen Freunden Fortnite gespielt. Gut, ist ja nicht schlimm, kann man ja mal machen. Aber ich habe das wirklich jeden Tag gemacht. Jeden Tag. Anstatt, dass ich mal rausgehe, mit Freunden was unternehme, keine Ahnung, Fußball spielen oder so. Gut, ich war jetzt vielleicht ein-, zweimal beim Training. Aber ich bin nicht rausgegangen. Ich habe den ganzen Tag Fortnite gespielt. Aber heute soll es gar nicht so viel um Fortnite gehen, sondern um ein komplett anderes Thema. Nämlich, wieso kein Minecraft mehr kommt. Das wurde ich jetzt öfters mal gefragt, beziehungsweise ein-, zweimal. Glückwunsch! Aber auf jeden Fall wurde ich es gefragt. So, und jetzt beantworte ich euch diese Frage. Ich finde, dieses Spiel ist ein bisschen ausgelutscht, sage ich jetzt mal. Dieses Spiel wurde vor keine Ahnung wie vielen Jahren veröffentlicht. Ich finde es einfach kindisch, dieses Spiel noch zu spielen. Ich meine, das ist ein Blockspiel mit schlechter Grafik, was dann teilweise auch noch rumleckt. Und ich finde, es macht einfach keinen Spaß, so Skywars oder so noch zu spielen. Es kommen zwar noch ein paar Folgen Minecraft World, wo ich hoffe, dass ihr euch unterhalten werdet, aber ich werde dieses Spiel nicht mehr aktiv spielen und deswegen werde ich jetzt auch bald mein Profilbild bei YouTube ändern. Weil da habe ich ja meinen Minecraft-Skin momentan und wenn ich kein Minecraft spiele, dann sollte ich den da auch wegmachen, würde ich mal sagen. Ne? So, und da ist jetzt das zweite Problem. Ich kann nämlich kein bisschen designen. Ich habe die ganze Zeit gesucht nach Designer, nach Free-Designern, auf Skype angeschrieben. Ein paar haben mir sogar zurückgeschrieben. Aber die verlangen alle Geld. An alle Free-Designer. Schreibt mich bitte an.